Heute sprechen wir über Marketing. Aus diesem Grund habe ich heute einen besonderen Gast bei mir, das ist der Jörg Sander. Hallo Jörg. Hallo Bert. Jörg, ich habe heute in der Früh etwas lustig gehört in einem Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schmidt. Die haben gemeint, jeder, der in der Früh zwei Äpfel isst, ist in der Zwischenzeit ein Ernährungscoach. Fühlt sich so. Jörg, du bist ja wirklich ein Experte im Marketing. Was ist denn deine berufliche Vergangenheit? Ja, es ist ein schönes Zitat. Das ist in der Tat so, ja, auch im Marketing. Bei mir ist es so, dass ich wirklich auch 25 Jahre Sales, Marketing, Wachstumsexperience und Erfahrung zurückblicken kann. Ich habe als Berater angefangen, habe wirklich dann selber eine Agentur, also ein Unternehmen gegründet, eine Kommunikationsagentur mit am Schluss 35 Mitarbeitern und dafür große Kunden aus Mittelstand und Konzern gearbeitet und habe da dann meine Anteile verkauft irgendwann und bin seitdem als Berater für Marketingstrategie, Vertrieb, Marketing, Marketing Automation und angrenzende IT-Systeme tätig und freue mich da über super spannende Projekte, gerade bei mittelständischen Kunden, aber auch auf Konzernebene. Das heißt, ich mache das schon ein paar Jahre und darf wirklich sagen, ich weiß, was ich da tue. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch gehabt. Wir haben uns auch kennengelernt für ein gemeinsames Projekt. Auch ein ganz klassischer Mittelständler, gell? Kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja. Und der hat den Pipedrive eingeführt und da sind wir drauf gekommen, dass es eigentlich ein interessantes Gespräch wäre, wenn wir beide darüber sprechen, wie man Marketing richtig macht, wie spricht man den Kunden richtig an und wie setzt man das im Pipedrive um. Gell? Genau, das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Wir haben ja bei den mittelständischen Kunden gerade, ist es für mich in der Beratungssituation oft so, dass die super tolle Produkte haben, Hidden Champions sind, aber eine Sichtweise haben, die sehr, sehr stark auf das Produkt fokussiert ist, oft auch technisch. Was in der heutigen, schnelllebigen, digitalen Welt dabei oft ein bisschen verloren gegangen ist, ist die Kundensicht einzunehmen. Man spricht auch von Kundenzentrierung und daraufhin eine Strategie zu entwickeln, wie wir Kunden gewinnen, aber auch Bestandskunden betreuen. Da brauchen wir einmal den Baustein Strategie dazu, dann das passende Kommunikationsmaterial und dann das passende CRM dazu. Man merkt schnell, das ist ein komplexes Thema. Deswegen war es für mich auch eine schöne Erfahrung zu sehen, hey, hier setzen wir ein Projekt auf, wo das CRM zum Mittelstand passt, einfach zu bedienen ist und Spaß macht und wo das, was wir als Strategie und Beratung haben, auch super implementierbar ist. Jetzt bin ich gespannt, welches CRM empfiehlst du denn eigentlich? Also. Natürlich, blöde Frage, ich zieh's zurück. Schwierige Frage, ich greife die trotzdem jetzt auf und könnte sagen, natürlich Pipedrive. Es ist aber in der Tat so, dass wir in der Beratung mit ganz vielen unterschiedlichen CRM-Systemen zu tun haben, mit Soho, mit großen wie Salesforce und dass ich bei ein paar Kunden im Mittelstand Pipedrive aber jetzt schon gesehen habe, bei dem Kunden, bei dem wir zusammenarbeiten, die hatten das auch schon und wir haben es gemeinsam konfiguriert. Und es ist schon eins der Systeme, was man mit unabhängiger Beraterexpertise für den Mittelstand empfehlen kann, weil es einfach ist. Man kann sehr, sehr nah am Standard arbeiten, was das System hergibt, ohne einen Workflow nachzubauen oder zu customizen, was immer Aufwand ist und hinterher hässlich, wenn es Änderungen gibt, weil man dann noch mehr Aufwand hat. Und man kann Strategien, Wachstums-, Marketing-, Vertriebsstrategien gut umsetzen und es macht den Leuten Spaß, weil es einfach ist. Und das ist für mich ein Schlüssel zum Erfolg, dass man eine gute User-Akzeptanz hat. Und das habe ich leider bei ganz vielen anderen CRM-Systemen schon anders gesehen. Mhm. Ja, Jörg, du sagst es eh genau gleich wie wir. Ich sage auch, Salesforce ist ein gutes Tool, HubSpot ist ein gutes Tool, Soho ist ein gutes Tool. Es gibt für alles gute Tools. Man muss halt ganz genau schauen, was braucht der Kunde tatsächlich. Also ich bin da ganz bei dir. Zum Thema kundenfokussiert. Ich nenne das im Kopf des Kunden sein. Also ich probiere jedes Mail zu hinterfragen, danach, wie wirkt es auf meinen Kunden? Nicht, was will ich ihm mitteilen, sondern wie wirkt es auf meinen Kunden? Was kommt bei ihm an? Aber was ist denn deine Idee hinter Kundenfokussierung? Ja, Kundenfokussierung oder Kundenzentrierung ist in der Tat ein Tool rauszufinden oder eine Art rauszufinden, wie kommuniziere ich denn mit dem Kunden und vielleicht sogar, wie passe ich ein Produkt oder Produktfeatures auf den Kunden an? Warum machen wir das? Damit der Kunde das Produkt kauft, weil es die Bedürfnisse und Erwartungen erfüllt, die er hat. Und damit wir zum Kunden so kommunizieren können, dass wir ihm im richtigen Kanal, sei es am Handy, am Tablet, am Computer oder auf einer Messe,
die richtige Info geben, die er an seiner Stelle, in der er gerade im Sales-Prozess ist, erwartet. Und er erwartet vielleicht der Einkäufer nicht immer, welche technischen Features das Produkt hat, sondern dass es für ihn Sicherheit ausdrückt, dass wir global unterwegs sind, dass wir genug Manpower haben und dass er jederzeit einen persönlichen Kontakt zur Führungsebene haben kann, wenn es mal irgendwo hakt. Und man merkt schon, das kann sehr, sehr stark differieren. Und das ist eigentlich das, was ich darunter verstehe, dass man rausarbeitet, was hat der Kunde für eine Erwartungshaltung und was kommunizieren wir ihm bis jetzt. Dann kriegt man ein Delta, das Delta passen wir an. Und das ist wirklich messbar in Form von Kennzahlen, von Klicks oder Feedback auf eine Webseite oder Kundenbewertungen, dass sich das signifikant verbessert und auf eine Vertriebsstrategie einzahlt und dass wir so letztendlich mehr Kunden gewinnen können. Und wie findest du das? Also die Rolle des Kunden einnehmen ist einer der Schlüssel neben der passenden Strategie, dem passenden Inhalt und dem passenden System, mit dem wir dann die Infos ausspielen, um den Kunden besser zu erreichen. Ja, sorry. Und wie findest du heraus, wie der Kunde es ist? Gibt es da sowas wie einen Werkzeugkasten, den man jetzt jemandem in die Hand gibt, einem Vertriebler zum Beispiel, der mit seinem Kunden spricht? Wie findest du heraus, wo der Kunde sich gerade befindet? Also es gibt den Werkzeugkasten zweimal. Es gibt einmal den Werkzeugkasten, den ich in der Beratung anwende. Da ist sowas drinnen, das hat man vielleicht schon mal gehört, wie Buyer-Personas. Das heißt, wir erschaffen typische Kundentypen, die so 80% abdecken, gucken in der Regel, wer ist der Entscheider, wer ist im Einkauf, gibt es ein Buying-Center, wo verschiedene Entscheider zusammenspielen und arbeiten mit dem Wissen aus CRM, Vertrieb, Customer Care raus, wie tickt denn der Kunde? Wie heißt er? Geben den im Gesicht, was hat er für Vorlieben, welche Medien, was ist für ihn wichtig? Das sammeln wir, bringen das in eine Form, treffen daraus eine Ableitung, was der Kunde wirklich für ein Kaufmotiv hat und welchen Kundennutzen wir ihm bieten müssen, zu welchem Zeitpunkt. Und das ist natürlich schön, das steht dann in einem PDF und in der PowerPoint hat der Vertrieb überhaupt nicht am Schirm. Das heißt, die Kunst ist eigentlich jetzt, das zu übertragen in ein System, mit dem der Vertrieb täglich arbeitet, zum Beispiel ein CRM. Und da ist es halt richtig cool und es macht total Spaß, wenn wir irgendwie rausgekitzelt haben, hey, der Geschäftsführer ist eigentlich unser Hauptansprechpartner in der Kundengruppe, der tickt so und so, hat die und die Vorlieben, für den ist wichtig Sicherheit, Vertrauen, lange Partnerschaft und er hat irgendwie eine Affinität zu Fußball in der Regel bei den 80%, also ist jetzt hypothetisch, aber das wäre so ein Kundentyp und dann ist es natürlich super, wenn wir das im CRM hinterlegt haben. Das haben wir jetzt in unserem gemeinsamen Projekt gemacht, indem wir einfach die Kundenadressen, die wir haben, gemeinsam mit dem Vertrieb danach klassifiziert haben. Das haben wir über Labels gemacht, sodass man auf den ersten Blick sieht, was ist das denn für ein Kundentyp entsprechend unserer Persona. Und wir haben da auch nochmal hinterlegt, wie wird der denn angesprochen. Das heißt, der Vertrieb sieht es jetzt in der kompletten Vertriebskommunikation, im kompletten Sales Cycle sozusagen, vom ersten Anruf, wen rufe ich denn an, den Einkäufer oder den Geschäftsführer, was ist denn das Motiv, aber auch in der E-Mail, die er rausschickt, wo ich unterschiedliche Texte, Bilder hinterlegen kann, die dann speziell auf die Emotionen und Motive einzahlen und es funktioniert sowohl bei Bestandskunden als auch natürlich bei Neukunden, wenn wir jetzt an eine Kampagne denken und sagen, hey, wir haben Adressen, wir machen eine Messeeinladung, wir laden die Einkäufer ein und wir laden 300 Geschäftsführer ein aus unserer Zielgruppe, dann kann ich die natürlich mit zwei unterschiedlichen Mails bedienen. Und auch da keine Angst, wir haben natürlich keine 100 Personas, sondern in der Regel hat man so 3 bis 5 unterschiedliche Kundentypen. Manche haben dann auch ähnliche Motive, sodass man sich nicht, ich sage jetzt mal, zerfieselt in der Kommunikation und lauter zu kleine Bausteine hat. Was ist der Sinn des Ganzen wieder? Warum mache ich das? Ich kann denen aus dem CRM gestützt die richtige Kommunikation bieten mit dem richtigen Motiv und dem richtigen Argument und kann die so optimal abholen. Und das geht ja herrlich mit den Farben von den Labels und in Verbindung damit mit den E-Mail-Templates. Weil da kann man, kleiner Pro-Tipp am Rande, vielleicht können wir das nachher herzeigen, aber vielleicht, da kann man ja herrlich mit den Emojis arbeiten. Dem gelben Kunden, der das gelbe Kundenlabel bekommen hat, der hat die gelben Vorlagen im Pipedrive. Schaut super aus. Und macht es auch halt auch wirklich leicht in der Bedienung. Und derjenige, der damit arbeiten muss wirklich quasi nicht mehr nachdenken, was schreibt er da ihm jetzt genau. Ja.
Was machst du mit den restlichen 20, die noch übrig bleiben? 80% denkt man ab, 20%. Gibt es eine zusätzliche Buyer-Person, wo man sagt, das funktioniert meistens? Macht man in der Regel nicht, weil die so unterschiedlich sind, dass ja, das man für nicht, die ja. sehr spezielle, dann hätte man genau das, dass man so viele kleine Kommunikationsschnipsel ja. hat, dass man sich den Aufwand spart und die quasi mit einer sehr, sehr guten, passenden Kommunikation abholt, die aber nicht weiter auf die zugeschnitten ist. Sondern die kriegen quasi die Basiskommunikation einfach, damit es nicht zu viel oder zu unübersichtlich wird. Ja, klar. Und Entschuldigung, du wolltest noch was sagen? Ja, und ich wollte noch sagen, was das richtig Schöne ist, was mir total gut gefällt, normalerweise, wenn man mit Buyer-Personas arbeitet, dann Kundenzentrierung, fließt es in die Kommunikation ein. Das heißt, ich sehe das in der Webseite, ich sehe das in der PowerPoint. Und das ist halt oft nur die halbe Miete, weil beim Vertrieb und bei der persönlichen Kommunikation geht es ja weiter. Und ich finde, wenn man den Kreis schließen kann durch ein CRM-System, macht es halt richtig Spaß. Und die Vertriebler kann ich aus dem Projekt, ich glaube, so viel darf ich sagen, finden das auch richtig cool, wenn sie einfach nur klicken müssen und sagen, ah, da habe ich jetzt die E-Mail-Vorlage, super, das ist ja der, schicke ich gleich raus, weiß ich ja, wie der tickt und am Telefon knüpfe ich gleich darauf an. Das ganze Spielchen lasse ich ja noch viel weiter spielen. Du kannst ja eigene Links verschicken dann zu unterschiedlichen Landing-Pages für die verschiedenen Buyer-Personas, gell? Das ist super spannend. Ja. Machst du da sozusagen Schulungen für die einzelnen Kollegen, die damit täglich arbeiten, auch noch? Bringst du das denen dann in deiner Schulung auch noch bei, wie man mit den einzelnen Buyer-Personen umgeht? Ja, es ist in der Tat so, dass wir das in der Regel in einem kleineren Team erstmal erarbeiten, die Buyer-Personas, die dann 2-3 Tage sacken lassen, das dann auch nochmal durchgehen und challengen. Und dass wir dann das nehmen, was entwickelt ist, und das ist auch ein wichtiger Baustein, und denen sagen, schaut mal, wir haben das entwickelt, das hat folgenden Sinn, damit die überhaupt verstehen, warum machen wir das. Und das ist auch bei vielen so ein Aha, ach so, ja, stimmt, eigentlich cool. Ich habe immer erzählt, das hat 33 Wälzlager, das haben die aber nie richtig wissen wollen. Ja. Na, klassische. Und das wird ihnen dann auch sagen, schaut mal, und das verwendet ihr jetzt so, ihr könnt zeigen, auf der Webseite ist es da, wenn wir eine Kampagne rausschicken, hat der Kunde den Link. Und wenn ihr selber im CRM kommuniziert und anruft, könnt ihr euch gleich darauf beziehen und seht gleich, A, was ist es für ein Typ, was hat er schon bekommen und wie könnt ihr den ansprechen. Aber wir machen es schon so, dass das vom ganzen Team getragen wird. Und das ist, glaube ich, auch einer der Schlüssel zum Erfolg. Und was ich immer wieder erlebe und was mich freut bei der Arbeit, auch in der Beratung, ist, dass das den Teams halt auch Spaß macht eigentlich, weil man so eine Rundumlösung hat und man sieht, dem Kunden gefällt es auch. Und man hat irgendwie ein gutes Gespräch und das ist gar nicht, wo man denkt, ah, jetzt mal was Neues, sondern hey, ist ja cool. Ja, das ist ja genau das Schöne. Du bleibst ja auch da wieder im Kopf deiner jetzt Kunden im Sinne von deinen Ansprechpartnern. Weil diese Gespräche, die du ihnen vorschlägst, die haben sie ja alle schon mal geführt. Du strukturierst das nur, wenn ich es richtig verstehe, gell? Wir strukturieren es und passen es von den Inhalten an. Mhm. Genau. Mhm. Na, spannend. Du, wenn dich jemand beauftragen möchte, wo findet er dich denn? Also der findet mich natürlich im Internet unter www.sander-applied-marketing.de. Mhm. Das ist meine Website im Social Media, LinkedIn natürlich auch unter Jörg Sander, kein Problem. Und genau, am besten telefonisch oder per Mail gut erreichbar. Und dann machen wir es in der Regel so, wir machen den ersten kostenfreien, unverbindlichen Call natürlich, halbe Stunde, dass wir einfach mal sprechen, wo drückt denn der Schuh, wie kann man denn vielleicht helfen. Das funktioniert meistens ganz gut und daraus entwickelt sich dann auch so ein persönliches Gespür, passt man gut zusammen und kann dann den Schritt gemeinsam weitergehen. Wer sind deine Lieblingskunden unter Anführungszeichen? Für wen arbeitest du am erfolgversprechendsten? Also ich arbeite sehr, sehr gerne und sehr erfolgreich bei Mittelstandskunden. Das ist so in der Definition, würde ich sagen, so was knapp hinter KMU kommt und dann bis zum klassischen Mittelstand bis 5, 6, 7, 800 Mitarbeitern. Und da ist es oft so, gerade wenn man noch ein bisschen weiter drunter ist bei den Mitarbeiterzahlen, dass es für den Mittelstand einfach schwierig ist, richtig gutes Marketingpersonal zu finden. Auch einen Marketingleiter, der strategisch gutes Wissen hat, das aber auch mit umsetzen kann. Und wir haben jetzt ganz, ganz oft schon so ein Modell gemacht, dass wir wie so eine externe Marketingleitung machen, das am Anfang intensiver begleiten und dann nur noch ein paar Tage im Monat, was Strategie und Kampagnen und so angeht und gleichzeitig im Team aber auch Leute aufbauen, die viele Daily-Business-Sachen in der Umsetzung selber machen können, sodass der Kunde befähigt wird, natürlich selber mit den Sachen zu arbeiten. Das ist auch das Ziel der Beratung. Zum einen
strategisch erfolgreich zu beraten, zum anderen die Umsetzung zu begleiten, den Kunden nicht mit 30 Berater-Slides alleine zu lassen. So, jetzt mach mal, hast du super Strategie, und dann hocken die da und sagen, weiß jetzt auch nicht. Und zum anderen das Team auch zu befähigen, dann selber damit zu arbeiten, damit man sich als Berater quasi irgendwann ein bisschen wegrationalisiert wieder, weil der Kunde gut alleine arbeiten kann. Das ist immer das Team. Und das, auch, ja. das ist einfach was, wo es im Mittelstand, sehe ich schon, super viel Spaß macht. Man hat super viel Erfolgspotenzial und es sind sehr angenehme, schöne Kunden. Und ich finde es auch spannend, weil es so viele Hidden Champions gibt und man selber immer noch was lernt. Und ich bin da neugierig und hungrig drauf auch ein bisschen. Ja, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, da sind ein paar super spannende Ansatzpunkte dabei. Hat mir jetzt auch wieder für uns selber mal wieder mal den Antrieb gegeben, dass wir mal drüber nachdenken. Wenn wir in Ihren Kopf auch gekommen sind mit diesen Dingen, die Informationen stellen wir ganz sicher auf unsere Webseite pd-experts.com. Eine kurze Zusammenfassung zum Gespräch finden Sie dann auch dort. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie den Channel gerne auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.